Willkommen zurück bei Mad Max. Wir werden mal eine Todesfahrt machen. Weil ich habe jetzt schon ein paar der Suchbereiche gemacht, aber habe keinen... Oh, Chumps Buggy. Chumps Buggy können wir fahren. Der Plate Cruiser, na... Der hat Sterne. Warum hat der Sterne? Der hat Sterne. Wenn er Sterne hat, muss ich ihn nehmen. Ja, und ich habe kein Benzin gefunden. Das heißt, die Todesfahrt wäre jetzt so ziemlich... das Einzige, wo ich wüsste, dass wir Benzin herkriegen. Ja, ich will den Triskacker haben. Triskacker. Kacker. Nein, den Kacker nicht, aber den Swasser. Oder Cutter. Oder wie auch immer. So, wo sollen wir denn hin? Ah, du mit deiner ollen Panzerplattenkram. Hab ich einen kleinen Buggy. Verdammt, ich muss den Fässern folgen. Aber wir haben jetzt einen kleinen, schnellen Buggy. Damit sollte das machbar sein, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen Mist gebaut habe. So, mein Freund, du hast keine Panzerung, ne? Ich könnte dich ja eigentlich direkt ausschalten. Lasst mich doch mal vorbei, Leute. Nein, nein, nein. Ah, ich habe ja auch noch ein Turbo drin. Ha, ha, ha. So, der ist schon mal weg. Eieiei, ist das eine Todesfahrtstrecke. Es ist aber gut, dass ich den hier gewählt habe, weil der so richtig schön schnell und wendig ist. Auch wenn ich es natürlich nicht so leicht mit ihm klarkomme und jetzt, wo ich natürlich mit der Aufnahme angefangen habe und diese Todesfahrt fahre, guckt meine Nase gerade wie sonst nichts Gutes. Ja, ich weiß, meine Zeit läuft ab. Ein bisschen Turbo reinsetzen hier, wa? 20 Sekunden, glaube ich, das doch schon. Ja, komm. Ab durch die Ziel. Ah, schön, abgeschlossen. Ah, ich kann mich jucken. Ha, schön. Autsch. Es ist ein sehr interessantes Fahrzeug. Ein Rockstar-Fahrzeug. Eieieiei, meine Güte, gibt der Gas hier. Was bist du denn eigentlich? Du bist doch gut gaschfest. Kann ich dich rein? Yay! So, laden bitte nach. Genau, danke. So. Entschuldigung. So. Haben wir den jetzt nicht abgeschlossen oder muss ich da noch mehr abschließen? Ich dachte immer, wenn man die Todesfahrt abschließt, dann wird da halt so, ne? Wie hier, dass man dann eine Tankstelle bekommt, aber irgendwie. Ist das jetzt gerade nicht der Fall? Muss ich mit den anderen auch noch fahren oder zählt das Rockstar-Auto nicht, weil es eine Art Cheat-Fahrzeug ist? Das kannst du ja auch noch haben, dass wenn du mit dem Rockstar-Fahrzeug fährst, deine Sache gar nicht so gezählt wird. Interessante Schluchten. Ah, nimm mal so. It's gone!
eigentlich wollte ich... Also erstes Mal, ne, hat der hier irgendwie Munition. Okay. Aua. Das ist jetzt für eine Aktion. Von wo? Och nö. Nicht auch noch ein Sniper. Aua, aua, aua. Ich will weg hier, ich will weg hier. Ich will hier weg, ich will hier weg. Aua, 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 Alter. Boah, der sieht mich ja immer noch. Weg hier, weg hier, bloß weg hier. Aua. Aua. Aua, weg hier, aua. Ah. So, jetzt dürfte er mich aber nicht mehr sehen. Was ist denn der Rauch? Sind für Vögel. Schießt ihr wirklich so viel? Du schießt mit irgendwas. Ah ne, warte, dann steige ich doch lieber aus und hau dir dann eins aufs Maul, ey. Da sind welche, die Wasser wollen, aber ich habe kein Wasser mit, denn ich habe zwischendurch sehr stark gelitten. Was ist hier? Halte Standort markieren. Wofür? Ach, das ist die... Ach, das war die Salpeterquelle. Ja, gut, okay. Unter den Umständen ist natürlich klar, dass ich den Standort markieren soll, ne? Ein Benzinkanister. Das Problem ist, dass ich jetzt aber erstmal unser Fahrzeug tanken muss. Weil wir haben auch nicht mehr so viel Treibstoff. Bevor mir der ausgeht. Bevor ich drauf gehe, muss ich unbedingt erstmal irgendwo was zu fressen oder zu trinken finden. Da haben wir hier noch die zweite Treibstoffe. Bist du was? Was hat der noch mit? 6 Schrott. Dann haben wir hier auch noch was Schrott. Ja, schade, aber nichts zu fressen oder so. Ja, gut, okay. Dann müssen wir mal weiter. Warum wir halten? Es ist so, hier. Den Suchbereich machen wir jetzt mal zusammen. Ich brauche nämlich unbedingt Leben. Ganz dringend. Der Suchbereich war da oben. Jetzt muss ich erstmal den Weg nach oben finden. Na? Ja, wir sind ganz in der Nähe. Darf ich jetzt hier mal irgendwo? Ja, nicht gegen die Steine fahren. Bitte hier rum. Dankeschön. Beweg dich mal einen Meter hierher. Danke. Hast du irgendwas dabei gehabt? Nein. Komm ich hier rein? Hallo. Verdammt nochmal, wie komme ich hier rein?
Muss ich hier jetzt irgendwo hochlaufen? Kann ich natürlich auch machen und versuchen. Ich glaube, das wird aber nichts. Aua. Och, Junge. Ich will doch nur hier rein. Alter, jetzt ernsthaft? Wie komme ich denn in Gottes Namen hier rein? Sag mir nicht, dass ich mit dem Auto hier durchschießen muss. Hätte es auch ein bisschen schwerer machen können, ne? So. Du möchtest doch halt aufs Maul, ne? Nochmal. Nochmal. Und. Och, der hat schon genug. Okay. Dann füllen wir mal das Wasser auf. Und jetzt werden wir mal was trinken. Heieieiei. Wurde aber auch mal Zeit hier. Mach leer die Flasche. Das reicht nicht mal, um komplett die gesamten Leben aufzufüllen. Und das Wasser reicht auch noch nicht ganz. Na, okay. So, was haben wir denn hier? Ein Suchbereich, ne? Zweimal Schrott. Da haben wir einmal irgendwas. So. Irgendwo muss noch Schrott sein. Ah, da. Aber leider kein... Okay, ab zur Todesfahrt nochmal wieder. Oh, ein Benzinkanister. Ein Benzinkanister. Hahaha. Schönes Ding. Den nehmen wir gleich mal mit. Halten, um den Kanister einzustecken. Oh, wie schön. Damit können wir jetzt zu diesem Ballon dort auch nochmal eine Rundfahrt machen. Oh, wie ich mich gerade freue, dass wir hier einen Kanister gefunden haben. Dass wir aber an der Todesfahrt keinen Kanister kriegen, wundert mich. Vielleicht sollten wir, oder? Nein, komm, wir fahren erstmal nochmal wieder zur Todesfahrt. Machen mal noch eine Todesfahrt und dann will ich mal wissen, ob wir mit den ganzen Fahrzeugen die abschließen müssen. Oder ob wir doch jetzt vielleicht da Kanister organisieren können. Vielleicht ist das auch irgendeine spezielle Todesfahrt, die jetzt dann nicht zur Tankstelle wird. Wäre auch mal interessant zu wissen. Dann machen wir heute mal eine Todesfahrtfolge. Palala, palala. Palala, palala, palala. Doch, guck mal, wir kriegen Kanister hier. Wird mir gar nicht angezeigt. Ist auch interessant. Dann tank mal den auch nochmal restlich voll. So, ist voll. Dann steigen wir mal ein und begeben uns dann doch nochmal zu dem Ballon. Und dann werden wir nochmal wieder ein komplettes Abrisskommando machen. Also sprich, dann eine Folge bzw. eine Aufnahmereihe machen, in der wir mal komplett die gesamten Sachen abreißen, Sniper und... Nee. Oh nee. Alter! Was? Alter, hallo? Noch alles Sucha? Was war das denn gerade für eine Aktion?
Todesfahrtkommando mit Drehung oder was? Ja, sieh zu, wo ihr bleibt. Was war das denn für eine geile Drehung, ey? Ey, wurde rübergefahren und dann völlig hochgeschleudert geworden. Also ich konnte gar nichts mehr machen. Ich habe auch nichts gedrückt oder irgendwas. Ich habe nichts gedrückt. Ich bin wirklich nur gefahren. Und mit mal hat er sich so in die Luft geschleudert. Warum ist hier jetzt Schnee? War auch beim letzten Mal noch kein Schnee, oder täusche ich mich jetzt? Jetzt mal ernsthaft, hier war doch beim letzten Mal noch kein Schnee. Ey, da folgt mir gerade die Sau. Ja, so viel dazu, wenn man mir folgt, ne? Was für Munition zu verschwenden? So, Kanister bitte mitnehmen. Dann bitte mit F anzünden. Und Tür sprengen. Dankeschön. So. Mach die Tür weg. Mach die Tür weg. Was soll ich halten? Da ist kein Kanister, mein Freund. Hier ist sogar die Luft. Hä? Eh, halten und klettern. Ah, okay. Danke. Danke. Ich hätte es gerade nicht so gesehen. Und jetzt bitte sag mir nicht, dass ich einen Kanister brauche. Oh, was zu fressen. Oh, Alter. Oh. Wird gerade instant übel. Sag mir bitte, dass der läuft. Ich will jetzt nicht einen Generator betanken müssen. Sag mir bitte, dass der läuft. Nein. Oh. Obwohl, der ist ja schon hier unten, der Ball. So, aufwärts. Gib Gas. Boah, Alter, aber das mit den Maden, ey, das war gerade wirklich übel. Also, ja. Ja, da kann man nur froh sein, wenn man nicht selber in eine Situation kommt, wo man so Zeug vielleicht mal fressen muss, ey. Alle Maden, ey. Oh, da auch in so einer Leiche drin, ey. Das kann doch nicht gesund sein, ey. Oh, der muss einen Magen aus Blei haben, ey, aber wirklich. So, was haben wir denn an? Ein Sniper, ja, den kenne ich ja schon. Oh, ein Ölpumpenlager. Eine Vogelscheuche. Und eine Vogelscheuche schwach. Da haben wir noch was. Auch noch eine Vogelscheuche schwach. Und hier. Öltransferlager. Und noch eine Vogelscheuche. Und Vogelscheuche und Sniper. Und Ölpumpenlager. Oh, hier werden wir ja noch mal einiges haben, was wir dann so ein bisschen auseinandernehmen müssen, wa? Grid Canyons. Oh ja, hier ist auch einiges, das wir auseinandernehmen können. Das werden wir dann auch auf jeden Fall machen. Ich werde dann noch einmal zurück nach Cheat fahren, dass wir uns wieder völlig ausrüsten können. Ist noch irgendwas, was wir aufdecken können? Da ist ein Bonus. Todesfahrt! Da ist so eine Todesfahrt nochmal. Die kann man dann eventuell auch nochmal irgendwann machen. Da ist noch was. Scheuche stark. Schönes Ding. Ja, schön, das gefällt mir. Da können wir auf jeden Fall die nächsten Folgen noch ein bisschen was machen.
Und wieder abwärts. Ich glaube, wir haben alles. Und mit dieser Abwärtsbewegung verabschiede ich mich dann auch wieder von euch. Wir sehen uns dann nächste Folge. Nicht unbedingt in Jeets Festung. Wir müssen mal gucken, was wir machen. Vielleicht werden wir mal hier so die Sachen säubern. Dass wir dieses Gebiet hier mal so weitgehend freikriegen und auch hier Vogelscheuche technisch mal alles Mögliche ausräumen, dass das wegkommt. Und danach werden wir uns mal um die einzelnen Lager kümmern. Ich fahre aber jetzt vorher nochmal zu Jeets Festung, um ja nochmal aufzumunitionieren, Wasser ranzuholen und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge dabei, wie wir hier mal alles wieder aufräumen werden. Das werden dann also wieder, ich sag mal, zwei Aufräummissionen, würde ich mal so behaupten. Und ich sag dann einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao!